Look at how far we've traveled. Look at how much we've done. Truth is, one person can matter. Hallo ihr Lieben! Ja, lange Zeit ist es her, dass wir mal zusammen wieder basteln konnten, aber heute ist es endlich soweit. Die Herbst- und die Winterzeit, die ist immer so ein bisschen schwierig bei uns. Tatsächlich habe ich zwei Kindergartenkinder und die bringen doch immer das eine oder andere ja mit nach Hause an Krankheiten. Und ist der eine gesund, ist der andere wieder krank und dann sind die Eltern auch mal betroffen. Also ja, das ist immer eine sehr intensive Zeit. Dann ist natürlich noch Weihnachten dazwischen. Aber nichtsdestotrotz, heute habe ich es endlich mal geschafft und möchte unbedingt mit dir diese ganz, ganz tollen Stecker hier einmal werkeln. Falls du mich noch nicht kennst, also ich bin Dominique von Mehr Stempeln. Ich bin seit 2019 unabhängige Stamping-Up-Demonstratorin und möchte dir hier auf diesem Kanal ganz tolle Bastelanleitungen und auch Kartenverpackungen zeigen. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann lass mir doch super gern direkt ein Abo da, dann verpasst du auch nichts. Am besten die Glocke auch direkt aktivieren. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt einmal. Ich habe dir nämlich heute diese ganz tollen Papierrosetten vorbereitet und ich bin gerade total im Rosettenfieber, muss ich ganz ehrlich sagen. Also angefangen hat es mit dieser hier. Also ich finde das Designerpapier nämlich so schön, das schreit so richtig nach Frühling und dann ist noch diese tolle Papierrosette entstanden und ich finde sie einfach zum Verschenken oder selber. Also ich möchte sie bei mir zum Beispiel jetzt bei uns bei den Pflanzen zwischendurch mal einfach mit reinstecken, dass man mal, wenn man da langläuft, mal was Schönes zu sehen hat. Genau, und ich möchte heute mit dir diese tollen Papierrosetten einmal werkeln. Also, falls du Lust hast, dann bleib auf jeden Fall dran und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Werkeln möchte ich mit dir heute in dem zauberhaft schönen Ton Zitronenparfait. Da bin ich gerade absoluter Fan von. Das schreit förmlich nach Frühling. Und das Tolle ist, aus einem DIN A4 Bogen kannst du ganze 6 Stück rausbekommen. Da kannst du dir 6 Papierrosetten quasi zuschneiden. Ich zeige dir jetzt auch, wie das Ganze funktioniert. Und zwar nehmen wir die komplette 21er Seite. Die lässt du so bestehen. Das heißt, wir legen die lange Seite an und dann kannst du jetzt einmal schneiden bei 5 cm. Das heißt, wir haben einen Streifen von 21 x 5 cm. Falls du also... Oh, Entschuldigung, das geht schon gut los. Falls du also mit dem Designerpapier arbeiten möchtest, dann schneidest du dir 2 Streifen 21 x 5 cm zu. Genau. So, jetzt hoffentlich ohne weitere Unfälle. Also wir schneiden bei 5 cm, nochmal bei 5 cm. Ich schneide jetzt einfach mal weiter. Ich will dir nämlich gleich noch kurz den Trick zeigen. Wenn du jetzt hier 5 cm, nochmal 5 cm. So, 1, 2, 3. Genau, 3. Habe ich eben 3 oder 6 gesagt? 3 Stück bekommen wir auf jeden Fall. Also 6 Streifen. Genau, jetzt hast du nämlich noch die Mitte. Und du wirst sehen, das sind jetzt so ungefähr 9,5 cm. Das heißt, wir legen das bei 4,75. Genau, 4,75. 5, 6, 7. Da siehst du hier unten den Streifen. Wenn du das da in der Mitte einmal anlegst, dann sind diese beiden Streifen nämlich auch genau gleich. So, das ist nämlich immer wichtig. Und dann hast du genau 3 komplette Papierrosetten bekommen wir draus. So, aber wir brauchen jetzt nur 2 Streifen. Ich würde sagen, sonst nehmen wir die jetzt einfach mal. So, und die werden wir jetzt einmal hier anlegen. Du kannst auch direkt bei der linken Seite anfangen, weil jeden Zentimeter wollen wir jetzt einmal falzen. Aber für mich ist immer einfacher, das erstmal bei rechts hier anzufangen, auf der rechten Seite. Und dann bei einem Zentimeter. Da auch schön darauf achten, dass du richtig gut durchdrückst. Umso leichter lässt sich das gleich zusammenbauen. 3. Jetzt drehe ich mir das Ganze einmal kurz um und mache jetzt hier weiter bei 4 cm. Ich hoffe, das wackelt nicht zu doll. Irgendwo hängt hier mein Schwanenhals schon wieder fest. So, 5. Dann ist er zu doll mit dem Schreibtisch verbunden und dann wackelt das immer so doll. Muss ich nachher nochmal gucken. 6, 7, 8, dass der am besten weiter weg ist. Das passiert mir nämlich auch gerne mal, dass ich das aus Versehen mal durchschneide. So, 8, 9. Jetzt müssen wir den gleich nochmal kurz ausfahren. 10.
11, 12, 13. Also den ersten machen wir jetzt nochmal komplett zusammen. So, kurz gucken, was ich hier Platz habe. Das ist bei mir immer so ein bisschen Mangelware. So, 14. 15, 16 ist hier genau auf diesem Strich. 16, 17, 18, 19 und 20. Dann sieht das Ganze jetzt aktuell so aus. Ich werde jetzt direkt den zweiten noch einmal kurz falzen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, am Ende sollte das Ganze jetzt so aussehen, dass du quasi auf jeden Zentimeter jetzt einen Streifen hast. Die können wir jetzt auch gleich einmal schon mal falzen. Und zwar nimmst du dir einfach einen Streifen, kannst ihn jetzt nach oben oder nach unten klappen. Du gehst jetzt einmal, also ich habe jetzt einmal hoch, ich drehe mir das um. Schön gucken, dass du in der Falz drin bist. Runter. Wieder hoch. Wieder runter. Wie eine Ziehharmonika. Einmal hoch und runter. Im Wechsel. Und das ist ja eine super tolle Beschäftigung, wenn man auch gerade so mal abends so vom Fernseher sitzt und man möchte doch irgendwie eine Kleinigkeit noch mal basteln. Dann kann man die super da schon mal vorbereiten. So, jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Da habe ich mich gerade ein bisschen verfalzt. So, oben, unten, so. Da hinten nochmal runter. Das ist nämlich wichtig, dass wir da auch schön gerade bleiben. Ein bisschen schief ist nicht schlimm, aber zu schief sollte es nicht sein. Sonst lässt sich das Ganze nachher nicht so schön zusammenbauen. So, ich glaube, jetzt sind wir wieder in der Spur. So. Wenn man da erstmal so ein paar von vorbereitet hat, also je öfter du das machst, umso schneller wirst du nachher. Das macht unglaublich viel Spaß und ich finde, die sehen so toll aus. Das ist schon mal Nummer 1. Jetzt falten wir nochmal einmal den zweiten. Da genauso. Oben, unten, wie eine Ziehharmonika. Falls das zu schnell geht, machen wir uns einfach kurz mal einmal auf Pause. Ich habe jetzt gerade schon ein paar mehr gewerkelt hintereinander. Wenn man einmal anfängt, dann kann man irgendwie gar nicht mehr aufhören. Und ich finde gerade so dieses Zitronenpapier, also bin ich wie gesagt gerade so ein Fan von. Das macht so eine gute Laune. Und irgendwie braucht man das gerade so, ne? So. Dann haben wir das. Jetzt habt ihr schon mal zwei Stück. Die können wir schon mal einmal beiseite legen. Jetzt brauchen wir, ich hole schon mal ein bisschen Sachen noch mal dazu. Wir brauchen gleich noch ein bisschen Dekoration. Und zwar habe ich hier einmal das Designerpapier. Federn voller Fantasie. Finde ich unglaublich schön. Ich bin ein Riesenfan von. Und du siehst, hier ist auch ein bisschen Zitronenparfait mit drin. Und ich hatte jetzt hier möchte ich das auch gerne noch mal ausschneiden. Da hatte ich jetzt bei den ersten zweien hier aus dem Designerpapier die Kreise ausgestanzt. Jetzt muss ich gerade mal, da ist mein Stanzer. Und das Tolle ist, du kannst hier halt schauen, wo du gerne den Vogel ausstanzen möchtest. Gucken gerade mal. Ich würde sagen, den nehmen wir jetzt hier einmal. Der sitzt so schön hier in der Mitte. Das ist die 2-Inch-Stanze. Und da brauchen wir jetzt nur einen. Dann brauchen wir noch ein Papier. Einmal grundweiß für hinten, für die Rückseite. Da kann man, wenn man will, auch noch was rauf stempeln. Da brauchen wir auch nur einen. Und genau, das war es schon mal mit dem Stanzen. Also das Designerpapier kann ich dir wirklich nur ans Herz legen. Das gibt es auch noch bis zum 29. Februar. Gerade aktuell in der Celebration. Das kannst du dir je 60 Euro Bestellwert schenken lassen. Also ich finde, das lohnt sich definitiv nicht nur für Verpackungen oder für Karten. Also du siehst ja, man kann so viele Sachen daraus zaubern. Und diese kleinen Vögelchen, ich finde, die schreien einfach nach Frühling. Ich finde die super schön. Nur eine Empfehlung. So,
Das haben wir soweit hier schon mal vorbereitet. Diese zwei benötigen wir. Dann brauchen wir jetzt gleich noch mal einen Streifen. Ich habe jetzt hier auch noch einmal Zitronenparfait. Dann möchte ich mir noch einen Spruch einmal raufstempeln. Und zwar habe ich hier schöne Überraschung. Das habe ich jetzt einmal ausgesucht. Da habe ich jetzt, du bist einfach wundervoll. Und bei dem zweiten habe ich auch noch einmal Wünsch dir was. Das kann man ja auch ganz toll nachher zum Geburtstag zum Beispiel auch verschenken. Wenn man zum Beispiel auch eine Blume mitnimmt, einfach noch so einen kleinen hübschen Stecker rein. Genau, und da wollen wir jetzt einmal, du bist einfach wunderbar. Das wollen wir einmal stempeln. Ich möchte das gerne heiß embossen in weiß. Das heißt, ich mache mal gerade ein bisschen Platz. Benötigen wir einmal unser Embossing-Set, das Versamark-Stempelkissen und den Embossing-Buddy. Da habe ich ihn verschleppt. Da gehst du einmal kurz einmal rüber, dass du dir die Statik so ein bisschen vom Papier runternimmst. Dann, genau, stempeln wir einmal mit Versamark. Einmal aufs Papier rauf. Da schon mal den Deckel rauf. Dann nimmst du dir das weiße Embossing-Pulver. Streust das einmal so ein bisschen rüber. Nochmal abklopfen. So, das kippe ich gleich zurück. Mach mal eben kurz Platz. Und dann können wir einmal den Heißluftföhn nehmen. Ich werde jetzt einmal kurz laut. Einmal kurz erhitzen. Du kannst dir ansonsten auch die Zange zur Hilfe nehmen, wenn du noch ein Reststück hast. Aber ich bin jetzt weit genug weg. Und ich finde den Effekt immer wieder toll. Ich finde, das ist immer wie zaubern können. So, dann haben wir soweit das schon mal alles vorbereitet. Machen wir hier gerade noch mal ein bisschen Platz. Was du jetzt gleich noch brauchst, wo habe ich es versteckt, ist einmal noch doppelseitiges Klebeband. So, und wir können jetzt hier gleich noch mal schauen. Dann können wir das schon mal eben zurechtschneiden. Dass wir das einmal, dafür nehme ich auch einfach die Schere. Die ist schön scharf und hier schneidest du dir das einmal ab. So, einfach einmal hochschneiden. Ups, der kann einmal weg. Packe ich nur beiseite, den kann man auch nochmal bestempeln. Und dann kannst du dir, ich würde sagen, unten schneiden wir auch noch ein Stück ab, dass nicht zu viel von dem Zitronenparfait jetzt hier mit drauf ist. Wollen das Vögelchen ja auch noch sehen. So. Und dann kannst du jetzt gucken. Ich würde sagen, wir machen hier bei Du bist. Nehmen wir das einmal ab. Und dann gucken wir mal, ob wir das so einmal darunter packen. Ja, ich würde sagen, so gefällt mir das richtig gut. Dann haben wir das nämlich soweit auch schon mal vorbereitet. Und jetzt können wir uns einmal... So, nochmal richtig Platz machen. Jetzt können wir uns einmal das doppelseitige Klebeband schnappen. Und jetzt suchst du dir eine Ecke aus. Wir wollen die jetzt ineinander kleben. Ich kann dir das gerade im Trockenzustand nochmal zeigen. Das heißt, wir wollen die jetzt so ineinander kleben. Du suchst dir jetzt einfach eine Seite aus. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt diese Seite. Und da kommt einmal, huch, nicht zu viel, doppelseitiges Klebeband rein. So, siehst schon, da oben haben wir jetzt den Kleber. Hier ist der Kleber jetzt drauf und jetzt kannst du das ineinander einmal stecken. Gucken, dass du oben und unten gut hier in der Flucht bist. Richtig schön einmal andrücken. Dann kannst du das noch ein bisschen biegen.
So. Und dann siehst du, dass das haut schon mal gut hin. Ich würde sagen, den nächsten, wir wollen das Ganze nämlich jetzt einmal so reinkleben. Das heißt, ich mache mir jetzt auf dieser Seite, also im Prinzip ist es eigentlich egal, wo du es nachher machst, so, dass es halt eben ineinander passt und du immer Berg- und Talfahrt hast, also einmal hoch und einmal runter. So. Drehen wir das wieder um. Hier habe ich jetzt wieder meinen Kleber. Ich drehe es mal so rum. Also hier ist der Kleber. Und jetzt stecken wir das hier so ineinander rein. Gucken, dass du wieder in der Flucht bist. Wenn es passt, nochmal richtig schön andrücken. Hier auch nochmal ein bisschen biegen. So. Und jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch unseren Heißkleber. Falls du auch nicht so ein Fan von Heißklebern bist, kann ich dir nur empfehlen, wir haben uns jetzt endlich mal einen ohne Kabel zugelegt. Mich hat das immer genervt und ich finde es einfach total angenehm. Kann ich dir nur ans Herz legen. Den machen wir jetzt schon mal einmal heiß. In der Zeit kannst du das Ganze jetzt, du drückst es quasi jetzt einmal nach innen. Du wirst sehen, das klappt ja auch ganz einfach. Das biegt sich gleich von alleine. Einmal runterdrücken. Huch. Und auch festhalten. So, und da wollen wir jetzt gleich ein bisschen Heißkleber reingeben. Weil sonst muss ich sagen, bin ich absolut kein Fan von Heißkleber. Aber so klappt das auf jeden Fall ganz einfach. So, noch ein bisschen zusammendrücken. Jetzt hier gleich einmal ordentlich Kleber reingeben in die Mitte. So, jetzt drücken wir das Ganze richtig schön fest. Und jetzt müssen wir einfach einen Moment warten. Ich kann nicht sagen, wie lange es dauert. Es wird ein bisschen dauern. Vielleicht eine Minute. Ich werde gleich vorspulen auf jeden Fall. Aber das erstmal einmal komplett kurz durchtrocknen lassen. So, und wenn das angetrocknet ist, kannst du dir direkt auch schon einmal deinen Kreis einmal aufbringen. Da wollte ich das gar nicht raufmachen. Hier in der Mitte. Hier einmal den Kleber raufgeben. So. Und das Vögelchen einmal schön gerade raufsetzen. Aber Vorsicht, das ist echt heiß. So, und während das hier vorne jetzt einmal kurz trocknet, können wir hinten, also ich kann dir nur empfehlen, dass du hier zum Beispiel mit einem Schaschlikspieß hier nochmal so einen tollen Gartenstecker machst. Du könntest auch, theoretisch, man könnte auch ein Band dran machen, also da kann man herrlich kreativ sein. Und hier wollte ich den jetzt einmal rein. Geben. Das heißt, wir machen uns hier nochmal Heißkleber rein. So. Dann kann einmal hier der Stecker hier schön mit rein. Und hier oben kommt dann auch nochmal Kleber rauf. Ich weiß auch gar nicht, warum ich hier so ein Tata habe. Ich glaube, ich habe zu viel Kaffee getrunken. So. Und können auch gleich den noch einmal hier oben rauf geben. Das sieht dann auch noch mal ein bisschen netter aus. So, der Heißkleber ist befreit, der ist soweit fertig. Jetzt benötigen wir noch einmal Dimensionals. Ich habe hier die kleinen Dimensionals. Und hier kannst du nämlich ganz toll dir einmal eine Schere nehmen. Und dann kannst du dir die Mini-Dimensionals nehmen und in der Mitte noch mal durchschneiden. So, und einmal hier hinten aufbringen, hoch. Ich finde, das ist nachher ein ganz tolles Mitbringsel auch. Jetzt vor allen Dingen zum Frühling lohnt sich das auch nochmal, wenn man irgendwo eingeladen ist oder für eine Freundin. So, oder wie gesagt, auch einfach zum selber hinhängen. Hinstecken, nicht hinhängen. Huch. Na, den haben wir gerade fast zerfetzt. Gucken, ob der noch geht. Ne, der ist gerade der Schere zum Opfer gefallen. Also wenn es hier klebt, dann klebt es so richtig. So. Hauptsache, ich schneide mir hier heute nicht den Finger mit meinem Tada. So.
So. Und dann nehmen wir uns gerade noch einen. Den einen habe ich jetzt ja gerade verdüdelt. So, wo haben wir es gleich? Noch eben hier die Schutzfolie einmal abziehen, wenn sie denn möchte. Du bleibst da dran. So, ja, wenn es klebt, dann klebt es so richtig. Bei mir klebt es hier gerade überall. So, du bleibst da dran, bitte. Der möchte jetzt hier gerade nicht. Der klebt bei mir lieber am Finger. So. Nur haben wir es aber. Da klebt auch noch einer. So. Jetzt guckt er hier so ein bisschen rüber. Das wollen wir nicht. So, nun haben wir das aber. Und den kleben wir jetzt hier unter einfach. So. Und wenn du jetzt noch magst, kannst du hier super gerne noch so eine kleine Schleife ranbinden. Ich kann dir das gerade mal hier zeigen. Ich muss leider noch warten, denn tatsächlich bei der letzten Bestellung habe ich vergessen, die mitzubestellen. Wir haben nämlich auch so einen richtig tollen Faden, so wie hier. So schön filigran in Zitronenparfait. Habe ich leider vergessen zu bestellen. Aber wie das immer so ist. Also ich bin super gespannt, wie dir das Video gefallen hat. Lass mir doch auch super gerne ein Herzchen da, Daumen nach oben da und schreib mir herzlich gerne mal in die Kommentare, wie die Bastelanleitung gefallen hat. Und wo wir jetzt gerade noch dabei sind, wollte ich dir gerade unbedingt nochmal diese tolle Unterlage zeigen, denn ich bin so begeistert. Ich habe sie dir noch gar nicht näher gezeigt. Du kannst hier drauf stempeln, du kannst es direkt sauber machen. Ich kann hier sogar drauf kleben, die ist hitzebeständig. Ich finde die so, so toll. Und ich werde versuchen, dir nochmal ein Video zu dieser tollen Glasplatte zu machen, denn die gibt es auch aktuell gerade während der Celebration bis zum 29. Februar. Da kannst du nämlich direkt in mein Team hüpfen und dir einfach mal ebenso gratis diese tolle Glasunterlage sichern. Ja, falls du da Lust hast und noch mehr Infos möchtest, schreib mir doch auch super gerne sonst in die Kommentare oder direkt eine E-Mail. Freue ich mich auf jeden Fall. Ansonsten versuche ich dir in kurzer Zeit nochmal diese tolle Glasplatte zu zeigen. Ich bin super begeistert und hoffe, du hattest ganz viel Spaß beim Video und bist beim nächsten Video auch wieder mit dabei. Wünsche dir einen zauberhaft schönen Tag und ganz viel Spaß beim Nachwerkeln. Tschüss!